Das hängt davon ab, wie der Gesetzgeber das fragliche Rechtsgebiet geregelt hat. Also ob der Gesetzgeber die Möglichkeit virtueller Sitzungen in dem jeweiligen Rechtsgebiet geschaffen hat. Das hat er im Zuge der Corona-Krise schon Ende März für die Aktiengesellschaft getan, mit der Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung, aber auch beispielsweise der Landesgesetzgeber in Baden-Württemberg mit einer neuen Regelung in der Gemeindeordnung, die eben digitale Gemeinderatssitzungen ermöglicht. Das ist aber bei weitem nicht in allen Rechtsgebieten und Regelungsmaterien gleichermaßen der Fall. Das ist natürlich in der Corona-Krise eine hochbrisante Frage. Fridays for Future zum Beispiel hat im April 2020 seinen Netzstreik ins Internet verlegt und hat nach eigenen Angaben mit 19.000 Teilnehmern die größte Online-Demonstration überhaupt veranstaltet. Ob das allerdings durch die Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Grundgesetz geschützt ist, ist Gegenstand einer relativ lebhaften juristischen Debatte. Die Unterscheidung von Teilnehmern und einfach nur so Bystanders, also Zuschauer wirklich, die verschmilzt ja total. Fridays for Future hat auch einfach die Zahl angegeben von Leuten, die dieses Video geschaut hat. Das ist natürlich was wesentlich anderes als Versammlungsteilnehmer, weil die sich gar nicht notwendig damit identifizieren müssen. Da waren bestimmt 5 Journalisten dabei, die einfach nur darüber schreiben wollten. Unter Rechtswissenschaftlern ist diese Frage tatsächlich umstritten. Es wird teilweise vertreten, dass die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Grundgesetz auch Online-Versammlungen erfassen soll mit Blick auf den legitimatorischen Mehrwert, also die diskursprägende Funktion auch dieser Online-Versammlungen, die am politischen Diskurs teilhaben. Dem hat sich die herrschende Lehre bisher nicht angeschlossen. Das führt natürlich nicht dazu, dass die Online-Versammlung nicht geschützt wäre. Die Online-Versammlung ist dann durch andere Grundrechte geschützt, wie die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit. Am Anfang der Corona-Krise hat der Verordnungsgeber relativ konsequent Versammlungen verboten. Am 17. März in Baden-Württemberg trat ein vollständiges Versammlungsverbot in Kraft. Meistens unter Verweis auf die Befristung der jeweiligen Regelung. Also es hieß dann meistens, naja, wir verweisen den Versammlungswilligen eigentlich auf grundrechtsfreundlichere Zeiten. Mit einer Verstetigung und dem Eintreten in das, was heute so neue Normalität genannt wird, haben die Gerichte da eine etwas strengere Kontrolle angelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat im August in einem Beschluss relativ klare Leitlinien vorgegeben, wie Versammlungen unter Corona-Bedingungen ablaufen können und hat zahlreiche Auflagen vorgegeben, über die die jeweiligen Behörden nachdenken können, die zu prüfen sind, bevor man zu Versammlungsverboten greift. Das betrifft insbesondere einen Hygieneabstand von 1,50 Meter oder auch mehr, weil Raum für Ordner vorgesehen werden kann, Durchgangswege, Sicherheitszuschläge, Teilnehmerbegrenzungen, insbesondere wenn der Versammlungsort zu klein ist oder eine zu große Demonstration außer Kontrolle zu geraten droht. Das Bundesverfassungsgericht hat in dem gleichen Beschluss allerdings betont, und das gilt es sicherlich immer im Kopf zu behalten, auch vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen, dass auch vollständige Versammlungsverbote durchaus verfassungskonform sein können, wenn sie das mildeste Mittel zur Erreichung eines derart hohen Zwecks darstellen, dass es ansonsten keinerlei Möglichkeit gibt, diesen Zweck zu erreichen.